Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch im MOP Remix unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Wir wollen uns mal die extrem krassen Buffs angucken, die Blizzard jetzt im MOP Remix gebracht hat. Und zwar ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass ihr mittlerweile hier einen Buff habt und zwar schimpft sich der einmal Meisterschaft des Zeitläufers. Dieser Buff macht folgendes, wir kriegen insgesamt 100% mehr Bronze über Bronzevorräte. Die Bronzevorräte gibt es in verschiedenen Größen und das hier sind quasi die Bronzevorräte, zum Beispiel hier geringer Bronzevorrat, der hat 500 Bronze vorher gebracht und bringt jetzt 1000. Es gibt noch ein paar weitere, aber da werden wir gleich drauf eingehen. Und was der Buff hier noch bringt, wir kriegen 200% mehr Fäden. Fäden sind immer quasi die Währung, die unseren Umhang erhöht, also die Stats, ne, dass ihr hier quasi mehr Stats kriegt. Ein Faden ist ein Stat im Endeffekt und jetzt kriegen wir aus den ewigen Fadenspulen insgesamt 200% mehr Fäden. Was sind ewige Fadenspulen? Naja, das sind diese großen Tokens, die dementsprechend euch relativ viele Fäden gewähren. Die gibt es auch insgesamt in 4 verschiedenen Versionen. Werden wir uns gleich in dem Patch Note quasi angucken, was da jetzt erhöht worden ist. Und ja, da würde ich sagen, gucken wir gleich mal rein. Da haben wir einmal die Patch Notes. Also Blizzard hat hier auch ein bisschen erklärt, warum sie das Ganze gemacht haben. Es gibt ein paar Spieler oder doch ein paar mehr, die sich ein bisschen darüber aufgeregt haben, dass die Upgrade-Kosten des Gears ein bisschen so hoch sind. Da hat Blizzard ja eigentlich schon verneint, dass sie die nicht herabsetzen wollen. Jetzt ist es aber so, dass doch das länger andauernde Protest dagegen sich stark gemacht hat und jetzt haben sie doch was unternommen und quasi nicht die Kosten runtergesetzt, sondern einfach die Bronze, die man erhält, hochgesetzt. Zur kleinen Einordnung, es ist nicht alle Bronze hochgesetzt, sondern nur die man aus diesen Extra-Kisten kriegt. Und das ist quasi genau auch der Content, den Blizzard will, dass man spielt, also in die Raids reingeht, die täglichen Dungeons macht, täglichen Szenarios, die täglichen Quests, das sind genau diese Sachen, die Blizzard will, dass man macht und da gibt es jetzt halt quasi doppelte Bronze. Und hier gibt es verschiedene Kisten, es gibt die kleinen Kisten, die 250 bringen und die bringen jetzt 500. Dann gibt es die Lesser Bronze Cage, die haben 500 gebracht. Das sind die quasi, die man im LFR beim Abschluss bekommt, beziehungsweise bei jedem Normal Boss. Und die bringen jetzt 1000. Dann Bronze Cage, das ist die, die man im HC Raid bekommt von jedem Boss. Die hat vorher 57 gebracht, bringt jetzt 1500. Und dann gibt es die Greater Bronze Cage. Die hat man, glaube ich, im HC und im, ich weiß gar nicht, ob es im Normal auch war, aber ich glaube, im HC auf jeden Fall gab es die immer mal wieder zwischendurch bei Bossen, vor allem bei den hinteren. 1250 hat die Folge gebracht, bringt jetzt halt 2500. Heißt, diese ganzen Extra-Kisten sind um 100% erhöht. Und um das nochmal zu zeigen, also das sind quasi diese Kisten, ne? Nicht jeder Mob droppt 100%, sondern nur aus den Kisten und die gibt es ja unter anderem auch, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Schrein fliegen. Warte mal, ich mache mal hier vielleicht besser den Hochlanddrachen an, dass wir ein bisschen Drachen fliegen können. Die gibt es ja unter anderem auch von den Daily Quests. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch zufällig hier, seht ihr, ich habe sogar noch eine dran. Diese große Bronzenvorrat, den gibt es ja auch hier über die Daily Quests. Da könnt ihr ja 3 Stück am Tag annehmen. Und da gibt es auch 100% mehr. Und zusätzlich haben sie auch noch die Fadenspulen erhöht. Und diese gibt es auch über verschiedenste Quellen. Auch hier, wenn ihr einen LFR-Abschluss kriegt ihr die zweithöchste. Und die höchste kriegt ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr hier auch diese Daily Quest macht. Oder die World-Bosse bringen die auch. Und diese sind natürlich jetzt extrem erhöht, sogar um 200%. Heißt, aus der ganz großen kriegt ihr nicht mehr 180 raus, sondern 540 Stats bekommt ihr jetzt, wenn ihr einen Worldboss zum Beispiel umhaut. Und es gibt ja einige, also wenn ihr alle 6 Worldbosse umhaut, dann habt ihr über 3000 Stats mehr. Ah, schon krass. Diese epischen, ne, die ich euch gerade gezeigt habe, die ihr zum Beispiel für den ersten LFR-Abschluss am Tag kriegt, sind jetzt von 100 auf 300 hoch. Und dann gibt es noch die blauen und grünen. Die blauen haben 50 gebracht, bringen jetzt 150. Und die grüne hat 20 gebracht und bringt jetzt 60. Also das sind schon extreme Erhöhungen. Und was jetzt hier noch dabei steht, ist, dass Emperor Shao Hao, oder wie man den ausspricht, der bringt jetzt 750% mehr Ruf. Ich glaube, ich habe noch nie eine so krasse Erhöhung von der Ruffraktion gesehen. Und zwar kann ich euch zeigen, welcher Ruf das ist. Das ist quasi hier der Kaiser, wo haben wir ihn? Genau, Kaiser Shao Hao oder irgendwie so.
Und das ist quasi die Ruffraktion hier auf der zeitlosen Insel. Und die könnt ihr in dem farmen, indem ihr halt diese ganzen Ordos-Mobs umhaut. Also wenn, dann farmt ihr die hier. Da oben sind, glaube ich, noch Mobs. Oder im starken Elite-Gebiet quasi hier oben. Ne? Also wenn ihr halbwegs gutes Gear habt oder eine Gruppe habt, dann farmt die da oben bei Ordos in dem Vorhof, beziehungsweise hier in dem Seitenteil. Da kann man die ganz gut farmen. Jetzt mit 700% mehr Ruf, ja. Also, es sollte jetzt relativ schnell gehen, würde ich mal behaupten. Also, das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Genau, so viel zu den Infos, sind auf jeden Fall krasse Buffs. Vielleicht nur eine kleine Einordnung von meiner Seite. Ich bin ja jetzt mit den Collectibles durch, was man über Bronze kaufen kann. Also, mir persönlich bringt jetzt die Bronze nichts. Ich habe auf dem Char noch 500k, habe mir alles gekauft. Auf ein paar anderen Chars habe ich auch nochmal jeweils 800k. Also, ich bin bei über 2 Millionen Bronze, die ich überhaupt, mit der ich nichts anfangen kann. Also mir bringt es nichts. Und auch ehrlich gesagt, mir sind die Fäden jetzt auch nicht so wichtig, weil ich ja einfach nur meine Collectibles fertig farm, ne? Nichtsdestotrotz ist es bestimmt für den einen oder anderen cool, der jetzt vielleicht im Pandamix noch nicht so viel gemacht hat oder so ein bisschen auch aufholen möchte, ist es eine coole Sache. Eins will ich immer nur so ein bisschen noch zum Bedenken geben, was ich ein bisschen schade finde, dass Blizzard immer mehr dazu geht, spiele lieber den Content nicht am Anfang, warte einfach, bis die krassen Nerfs kommen oder Buffs jetzt in dem Fall. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, ne? Wie gesagt, ich gönne es jedem, dass der jetzt gut aufholen kann und so. Und für mich ist es auch egal, ob ich es jetzt am Anfang gespielt habe oder nicht, weil ich sammle eh die T-Mox, ne? Also die Bronze und die Fäden sind für mich in Anführungszeichen Abfallprodukt. Ob ich jetzt quasi jetzt das erst angefangen hätte zu farmen und noch mehr Bronze und Fäden am Ende hätte, bleibt sich gleich für mich. Aber es gibt bestimmt den einen oder anderen Spieler, der vielleicht eine gewisse Sache haben will und der sich dann so ein bisschen, ja, ich will jetzt vielleicht so ein bisschen verarscht fühlt, wenn er sagt, okay, ich habe am Anfang einen Haufen Zeit investiert und jetzt kriegen die Leute das for free oder ich hätte lieber halt dann später gespielt. Also das kann ich schon ein bisschen verstehen, wenn man diese Ansicht hat. Und ich finde es nicht gut, wenn Blizzard einen dazu erzieht, lieber bei allem immer zu warten und nicht den Content gleich zu spielen. Das will ich bloß noch zu bedenken geben. Aber wie gesagt, für mich bleibt es tatsächlich relativ gleich. Ich farm jetzt meine restlichen Rares hier noch ab, ne? Hab noch ein bisschen was zu farmen und da wird sich sicher noch ein bisschen Fäden und auch Bronze an dem Char aufsammeln. Mal gucken, was ich dann damit noch Schönes machen kann. Juti, das war's mit dem kleinen Infovideo. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Braucht ihr noch was? Bringen euch die Buffs was? Und vielleicht habt ihr ja eine ähnliche und eine andere Meinung zu der ganzen Thematik mit Sachen nachträglich buffen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.